Heute im Check der Makita Kompressor. Taugt der was? Lohnt sich die Anschaffung eines solchen Kompressors? Es gibt davon verschiedene Versionen. Ist der kraftvoll genug? Lohnt sich hier der Kauf? Ab geht's. Erstmal schön, dass du dabei bist. Ich bin Sorge Kramer und das ist mein neues Baby hier. Ich werde nicht von Makita oder sowas gesponsert. Ich habe mir die Sachen selber gekauft, auch wenn das manchmal sehr Makita-lastig hier ist. Aber ich habe halt dieses Akkusystem und deswegen stelle ich diese Geräte auch vor. Dieses Teil hier läuft mit 18 Volt Akku und ist eine richtig kleine, schöne, kompakte Kraftmaschine, muss man sagen, mit kleinen Schwächen. Schauen wir uns das Gerät erstmal im Detail an und sprechen darüber, ja, wie es funktioniert, wie es arbeitet. Erstmal dieses Gerät hat den wunderschönen Namen DMP180Z. Furchtbar. Und kostet rund 55 Euro aktuell auf Amazon. Ich würde mich freuen, wenn ihr über den Link einkauft oder dem Video in der Infobox. So kann ich wieder neue Reviews finanzieren. Erstmal ganz wichtig, dieses Gerät arbeitet mit 18 Volt Akkus. Das ist im Preis nicht mit inbegriffen, genauso wenig wie das Ladegerät. Wir sehen, der Akku wackelt hier. Das liegt aber daran, dass das hier ein Nachbauakku ist. Ich finde, die laufen genauso gut und kosten viel, viel weniger. Auch diese verlinke ich euch gerne unter dem Video in der Infobox drin. Alles ist wirklich schön gummiert und gut verarbeitet, wie man das von Makita gewohnt ist. Hier haben wir einmal einen On- und Off-Schalter. Den drücken wir einfach und dann sehen wir schon, oben geht unser Display an. Das Ganze ist schon eingestellt auf Bar. Wir können natürlich auch zwischen PSI und KPA, was es auch immer ist, wählen und können hier auch unseren voreingestellten Wunschwert einstellen, so dass wir dann quasi füllen, bis der Füllstopp eintritt. Was man natürlich sagen muss, ist, dass wir hier das Ganze nicht umgekehrt machen können. Es geht nur in eine Richtung, also wir können keine Luft ablassen, wie es vielleicht an der Tankstelle gewohnt ist beim Reifenfüllgerät. Was sagt die Lautstärke, wenn das Gerät arbeitet? Ich finde, das ist eine typische Lautstärke, wenn so ein Kompressor arbeitet, gerade in der Größe. Also nichts, was irgendwie schlecht klingt. Vorne haben wir nochmal LED und verschiedene Aufsätze, wo zum Beispiel Luftmatratzen füllen können oder handelsübliche, ja. Wir können hier Bälle aufpumpen, hier ist Zubehör für alles mit dabei, Adapter. Wir kommen bei dieser Variante jetzt auf 8,3 Bar, dann ist Schluss. Es gibt nochmal die 11 Bar Variante, auch die habe ich euch natürlich unter dem Video in der Infobox verlinkt. Wir schaffen hier 10 Liter pro Minute, also Luftdurchsatz. In den Kommentaren konnte man lesen, dass jemand fragte, ob man das Ganze auch zum Ausblasen der Werkstatt benutzen kann. Nein, dafür ist es eindeutig zu klein. Gibt es von Makita auch relativ günstig, Laufbooster, kleine kompakte Laufbooster, die man sich da kaufen kann und so. Das hier ist eher was zum Reifenbefüllen, Autoreifen, Schubkarrenreifen und vielleicht am Strand. Der einzige Nachteil, was ich hier nicht gut dran finde, das ist definitiv, dass wir diesen Knopf hier dauernd gedrückt haben müssen. Also es wäre schön, wenn wir einfach hier, wie man das bei sonstigen Werkzeugen auch kennt, drücken und dann hier das Ganze feststellen. Also wir haben keine Möglichkeit, das Ganze hier festzustellen. Das finde ich ein bisschen schade. Ist okay, es geht relativ zügig mit dem Zwerg, aber es wäre halt nochmal ein Plus gewesen. Die Frage ist ja, braucht man das? Und wo braucht man das? Ich denke mal, das ist ein Teil, was man in der Werkstatt hat oder was man mit ins Auto reinpackt, wo man nochmal zwischendurch Füllstände und sowas prüfen kann. Ja, halt irgendwelche Gummitiere aufblasen kann. Und ich würde sagen, wir checken das zuerst mal hier vorne an der Schubkarre. Schließen das Ganze an. Jetzt wird uns schon der entsprechende Luftdruck angezeigt. Wir können jetzt natürlich festhalten, bis er aufhört zu pumpen. Mehr mache ich hier nicht rein. Sonst fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Also auch der Anschluss dazwischen nichts großartig. Bei manchen hat man das ja, dass hier die Hälfte der Luft schon wieder rausgeht. Das hat man hier bei diesem Gerät auf jeden Fall nicht. Habt ihr Fahrzeuge, an denen grüne Kappen dran sind, kann es unter Umständen sein, dass dort Gas drin ist. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, da soll man dann auch wieder lieber Gas reinmachen, als das Ganze zu vermischen. Vielleicht kann ja jemand die Frage in den Kommentaren hier beantworten. So, füllen wir das Ganze hier auf. Geht recht zügig, ich lasse die Luft mal raus, dann lass mal ein bisschen Druck da ab. Quasi normale Situation. Reifen hat ein bisschen Luft verloren über die Zeit und mal gucken, wie schnell macht er den voll. Also am Anfang ist er sehr schnell und zum Schluss wird er langsamer. Das ist auf jeden Fall sehr auffällig, egal bei welchem Luftdruck. Hinterher wieder abziehen, Ventil, Deckel, Kappe nicht vergessen. Den Schlauch kann man hier einhaken, dass er nicht irgendwie rumfiedelt.
Fazit, meine Bewertung 4,5 Sterne von 5 möglichen. Warum ein halber Stern Azu? Ganz klar, die Feststelltaste fehlt mir, ansonsten arbeitet das Gerät sauber, Preis-Leistung passt. Ist ein cooler Helfer, der wahrscheinlich ewig hält wie die anderen Makita-Sachen. Ihr dürft ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das bewerten würdet. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Ciao.